Caroline Kubel und ich werde euch heute mitnehmen zur weltgrößten Fachmesse für Handarbeit in Köln, und zwar die H&K. Ja, früh morgens begann meine Anreise mit dem Zug und natürlich habe ich mir auch was zum Stricken mitgenommen als Zeitvertreib. Die H&H ist die internationale Leitmesse der textilen Handarbeitsbranche und hat dieses Jahr 16.500 Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus 80 Ländern mit teils sehr weiter Anreise nach Köln gelockt. Mein persönliches Highlight war, dass mein Teddy bei Metz Schachenmeier in der großen Catania-Kugel sitzen durfte, bei all den wunderschönen anderen Amigurumi-Figuren. Die Stände der insgesamt 429 Aussteller haben sich auf mehrere Hallen und Etagen aufgeteilt. Eine besondere Freude für mich war es, ein paar der lieben Kolleginnen wiederzusehen und natürlich auch neue kennenzulernen. Ich fand es einfach toll, denn uns alle verbindet genau ein Thema, und zwar die Handarbeit. Es ist gleich 13 Uhr, ich habe jetzt noch Termine und habe mir schon ziemlich die Füße wund gelaufen, habe mich auch mehrmals verlaufen. Es ist aber wirklich Wahnsinn, was hier angeboten wird. Es wurden die neuesten Trends und Neuigkeiten vorgestellt. Überall sah man tolle Dekorationen, die für Vielfalt und Inspiration sorgten. Die geschmackvoll in Szene gesetzten Produkte waren nicht nur was fürs Auge. Manche musste man auch einfach anfassen und streicheln. We'll be right back.
Für mich war es besonders interessant, mit den Herstellern in Kontakt zu treten und natürlich auch Kooperationspartner persönlich kennenzulernen. Außerdem gab es noch eine Menge Workshops und natürlich das Highlight, die vielen Modeshows. Ich verabschiede mich für heute aus Köln. Ich hoffe, euch hat der Rundgang gefallen und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Macht's gut, eure Caroline. Habe ich dann meine müden Füße doch ganz schön gespürt und war froh, dass ich im Zug nur sitzen musste. Und Lektüre hatte ich natürlich auch dabei. Die nächste H&H in Köln findet vom 20. bis 22. März 2020 statt.